Willkommen bei Finance TV. Der Dienstleistungskonzern Bilfinger hat seine Anleger mit einer herben Gewinnwarnung schockiert. Eine Woche nach der Gewinnwarnung stellt sich der Bilfinger CFO Joachim Müller den kritischen Fragen von Finance TV. Herr Müller, schön, dass Sie da sind. Sie haben jetzt für 2014 eingeräumt, dass Sie Ihre proklamierten Zwischenziele nicht erreichen werden. Es liegt vor allem am Power-Bereich, wo Sie unter den Folgen der Energiewende leiden. Erklären Sie bitte. Ja, danke, Herr Ulrich, dass Sie mir die Möglichkeit geben, heute hier Stellung zu beziehen zu unserer Gewinnwarnung von vor einer Woche. Es ist richtig, der Hauptgrund liegt in den deutlich veränderten Marktgegebenheiten, deutlich verändert im Vergleich dazu, wie wir es noch vor Monaten eingeschätzt haben. Wir sehen derzeit, dass die deutschen Energieversorger in Deutschland überhaupt nichts investieren. Wir sehen aber auch, dass in den Nachbarländern dadurch, dass aus Deutschland günstige Energie exportiert wird, derzeit Investitionen stoppen. Ein zweites Thema, was dazu kommt, ist, dass wir derzeit in unserem Industrial Service Geschäft sehen, dass insbesondere in der Öl- und Gasindustrie in Nordeuropa deutlich auf die Kostenbremse getreten wird, bedingt durch das günstige Gas, das in den USA gefördert wird, was natürlich auch Effekte hat auf den Ölpreis insgesamt. Man hat ja vor kurzem gesehen, dass die Firma Statoil ein Kostenreduzierungsprogramm über 1 Milliarde angekündigt hat. Statoil ist mit unser größter Kunde und damit sind wir natürlich auch von diesen Kostensenkungen betroffen. Also das Problem ist eigentlich zwei Themen. Zum einen Öl- und Gasgeschäft in Nordeuropa insbesondere und das zweite ist der Energieversorgermarkt in Deutschland und den angrenzenden europäischen Ländern. Das ist für Sie natürlich besonders bitter. Power ist traditionell Ihr rentabelster Bereich, der deutlich die anderen Bereiche überragt, was die Performance angeht, im letzten Jahr fast 9% EBITDA gemacht hat. In diesem Jahr, also Ihr Zielband ist ungefähr 8%. In diesem Jahr wollen Sie aber nur 6% erreichen. Das ist aber die gesamte Zielmarge, die Sie für den umgebauten Bilfinger-Konzern für das Jahr 2016 angekündigt haben. Wenn also Ihr margenstärkster Bereich nur 6% erreichen wird, wie wollen Sie dann die 6% für den Konzern 2016 erreichen? Ja, wir hatten im Jahr 2013 eine Marge, die lag bei knapp über 9% im Bereich Power Services. Was Sie sagen, ist richtig. Unsere Zielmarge im Power-Bereich liegt bei 8 bis 8,5%. Wir müssen aufgrund der Marktgegebenheiten, die ich gerade erwähnt habe, die natürlich sehr weit ausstrahlt, dieses Ziel für dieses Jahr zurücknehmen. Wir sehen auch derzeit im derzeitigen Umfeld nicht, dass wir im Jahr 2015 auf diese Zielmarge von 8 bis 8,5% kommen werden. Wir gehen aber davon aus, und davon sind wir nach allen Analysen, die wir derzeit durchgeführt haben und die wir auch noch jetzt eingeleitet haben, die Maßnahmen, die wir eingeleitet haben, davon überzeugt, dass wir im Jahr 2016 wieder bei dieser Zielmarge von zumindest 8% sein werden, sodass wir nach wie vor davon ausgehen, dass wir unsere Gesamtmarge bis zum Jahr 2016 von rund 6% EBITDA für den Gesamtkonzern durchaus erreichen können. Insgesamt verknüpfen sich mit Ihrer M&A-Strategie, es sind immerhin fast 2 Dutzend Zukäufe seit 2011 dazugekommen, die Sie zu integrieren haben, aber auch seit der Gewinnwarnung ein paar Fragezeichen. Sie mussten für das indische Unternehmen Neostructo zugeben, dass das deutlich weniger profitabel ist als damals angenommen. Gilt das auch für andere Unternehmen? Also wir haben seit 2011 für circa 950 Millionen Euro Enterprise Value Unternehmen gekauft. Die letzte große Akquisition war jetzt GVA Grimley, was wir vor ein paar Tagen bekannt gegeben haben. Neostructo war ein Sonderfall. In der Dimension haben wir den Einbruch auf dem indischen Markt vor der Wahl, die dieses Jahr im April stattgefunden hat, nicht erwartet. Dann war das sicher nicht der einzige Konzern, der unter der Situation gelitten hat, dass eben in Indien alle Investitionsvolumina auf Eis gelegt wurden, die indische Regierung selbst auch keine Maßnahmen unternommen hat, um Investitionen zu forcieren. Wir haben darunter gelitten. Die Ziele, die wir seinerzeit bei der Akquisition uns gesetzt haben, haben wir nicht erfüllt. Erfreulich ist, dass jetzt, nachdem Klarheit ist, wie es in Indien mit der Politik weitergeht, wir doch deutlich verspüren, dass die Aufträge auch wieder zunehmen, dass die Tendenz hier deutlich nach oben steigt und wir mit einer Verzögerung unsere Ziele erreichen werden, aber eben nicht sofort. Sie haben gefragt, ob es ähnliche Fälle gibt, wo sich die Erwartungen nicht erfüllt haben. Es gibt natürlich immer Ups and Downs, aber ich sage mal nicht in der Ausprägung, wie wir das in Indien gesehen haben. Overall, glaube ich, sind wir nach wie vor für unsere Akquisitionskonsequenz und Integrationsfähigkeit bekannt und die werden wir auch weiterhin beibehalten. Wird sich also an Ihrer M&A-Strategie etwas verändern
jetzt nach Neostructo? Es wird sich dahingehend etwas verändern an der Strategie, dass wir uns die Märkte sehr, sehr sorgfältig anschauen, in die wir investieren. Es ist zum Beispiel nicht vorstellbar, dass wir derzeit in Europa im Powerbereich investieren. Man kann es aber durchaus vorstellen, und das würde uns sehr gut tun, in den USA eine Akquisition durchzuführen in diesem Bereich oder auch in Asien. Es gibt durchaus interessante Geschäftsfelder in Russland zum Beispiel, wo wir ein Joint Venture hatten mit einer Firma Tyashmash, die Kohlemühlen herstellt. Wir gucken uns derzeit auch Vietnam sehr interessiert an. Also es gibt durchaus Märkte, die für uns relevant sind, die jetzt vielleicht dem einen oder anderen Investor nicht bekannt sind, aber die für die Business-Opportunität, die wir sehen, durchaus wertsteigernd sind für unser Unternehmen. Es ist bislang nicht Ihre einzige Baustelle, Herr Müller, im Bilfinger-Konzern. Sie haben auch für Ihr Bestandsgeschäft, das organisch gewachsene Geschäft, nämlich Wachstumszahlen veröffentlicht. 3-5% sollen die jedes Jahr wachsen. Das ist zuletzt auch nicht gelungen. Wie wollen Sie dort die liefern? Ja, wir schauen uns natürlich diese Wachstumszahlen, wie ich eben gesagt habe, sehr, sehr sorgfältig an, gerade im Power-Bereich. Wir sehen im Facility-Bereich die Wachstumsziele, die wir gegeben haben von 3%, aus durchaus realistisch an und vielleicht sogar deutlich steigerungsfähig. Durch die großen Schritte, die wir jetzt insbesondere in UK gemacht haben. Das heißt, wir haben unser internationales Business deutlich gestärkt in diesem Bereich. Wir sehen auch im Industrial Service Bereich durchaus die Potenziale, wie man wachsen kann. Wir haben hier in den USA sehr erfolgreiche Akquisitionen durchgeführt. Ich nenne da nur die Westcon zum Beispiel, die sehr nah an dem Shale-Gas-Explorationsgeschäft ist, die eine fantastische Entwicklung hat, sowohl was Leistung als auch was Profitabilität angeht. Wir haben Wachstumspotenziale investiert wie Engineering, Automation und Control, wo wir eine Firma Tebodin gekauft haben, die sich auch sehr, sehr erfreulich entwickelt hat. Der einzige Bereich, wo wir derzeit sehr, sehr sorgfältig mit umgehen und sehr vorsichtig sind, ist der Power-Bereich, wo wir uns die Wachstumspotenziale und die Wachstumsraten sicher überdenken werden müssen, ob da noch die 5% CAGR, also kontinuierliches Wachstum, bis zum Jahr 2016 noch darstellbar sind. Sie haben ein Effizienzprogramm schon letztes Jahr aufgelegt. Da haben Sie jetzt angekündigt, dass Sie da ein bisschen dran drehen wollen, dass das ein bisschen verstärkt werden muss. Ja, was heißt dran drehen? Wir werden das Wachstumsprogramm oder das Effizienzprogramm, läuft unter dem internen Namen Bilfinger Excellence, wir werden das Thema beschleunigen. Wir hatten ja im Kapitalmarkt geguided, wie man das so schön nennt, dass wir dieses Jahr 40 Millionen Savings aus dem Programm holen wollen. Wir haben das erhöht auf 50 Millionen, circa 50 Millionen. Wir werden versuchen, so viel wie möglich der Maßnahmen, die wir im Q1 und Q2 2015 gesehen haben, schon ins Jahr 2014 zu holen. Das ist nicht nur personenbezogene, sondern auch sachbezogene Kostenreduzierungen. Also es ist nicht so, dass wir eine Gewinnwarnung herausgeben, gehen dann zur Tagesordnung über. Wir haben intern eine ganze Menge Aktionen und Aktivitäten gestartet, um eben doch am Jahresende vielleicht noch das eine oder andere über die jetzt gegebene Guidance hinauszukommen. Herr Müller, willkommen zum Ende des Gesprächs. Auch Ihnen möchte ich wie immer die drei geschlossenen Fragen von Finance TV stellen mit der Bitte um eine kurze Antwort. Sind die kommunizierten Ziele für 2016, insbesondere was Topline-Growth angeht und damit auch das verknüpfte absolute EBITDA, noch zu halten? Unter den derzeit gegebenen Voraussetzungen wird das schwierig. Das schauen wir uns interessiert an. Wir werden dem Kapitalmarkt im Q3 die dazu notwendige Antwort geben. Wird es Änderungen an Ihrer M&A-Agenda geben? Wird M&A etwas weniger wichtig für Sie? Nein, M&A wird nicht weniger wichtig. Wir werden es aber auch nicht forcieren, um jetzt Shortfalls im operativen oder im organischen Wachstum durch M&A zu forcieren. Das werden wir nicht tun. Werden Sie in Zukunft mehr Augenmerk auf die Profitabilitätssteigerung in jedem einzelnen Segment richten müssen als auf das Topline-Wachstum? Profitabilität war bis heute schon immer unser oberstes Ziel, nicht Topline-Wachstum. Vielen Dank, Herr Müller, dass Sie sich diesen kritischen Fragen gestellt haben. Wir werden sehen, wie es mit Bilfinger weitergeht. Vielen Dank, verehrte Zuschauer, für Ihr Interesse. Seien Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei, dann haben wir das nächste interessante Thema für Sie. Einen schönen Tag.